Preist den Herrn, liebe Geschwister, ich freue mich, hier zu sein und euch zu sehen, dass ihr alle gekommen seid. Eine schöne Gemeinschaft. Und ich möchte mich kurz fassen. Ich bin kein großer Redner, wie ihr wisst, glaube ich. Ich möchte mich an dieser Stelle bedanken bei dem Herrn für dieses Jahr, dass er uns immer wieder in verschiedensten Situationen geholfen hat. Sei es Krankheiten, sei es Probleme in der Arbeit oder in der Familie oder mit Kindern. Oder es gibt diverse Probleme auf dieser Welt, wie wir wissen, und nur der Herr kann uns helfen, nur der Herr kann uns heilen von Krankheiten. Er kann uns weiterbringen und nur er kann uns auch halten auf dem schmalen Weg, und der Weg ist sehr schmal. Die Welt ist breit und wir müssen aufpassen, dass wir nicht von dem schmalen Weg abfallen. Und ich möchte mich auch beim Herrn bedanken, dass er unser Gebet erhört hat, was wir schon seit Jahren eigentlich wollten, dass wir hierher kommen können, in diese Gemeinde. Wir können nächstes Jahr, in einem Jahr ungefähr, umziehen nach Bönigheim. Und dann sind wir in dieser Gemeinde ständig und nicht nur ein paar Mal im Jahr. Preist den Herrn, danke dafür. Ich will nur einen kleinen Vers lesen. Psalm 27, Vers 1. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? In diesem Sinne, preist den Herrn. Halleluja. Preist den Herrn, der uns hier zusammenführt. Eigentlich müsste die Gemeinde voll sein. Alle müssten kommen, weil die Stunde des Herrn ist nahe. Ich darf euch die Grüße unserer Geschwister aus Bietig, nein, aus Griesheim, bringen. Ich verwechsel das immer wieder, wenn ich hier bin. Und ich darf euch die Grüße von Bruder Finney aus Indien bringen. Einige kennen ihn vielleicht noch. Wir werden ihn, so Gott will, in 3 Wochen besuchen und dort etliches zu arbeiten haben. Ein Jahr neigt sich dem Ende zu, ein willkürlich gesetzter Zeitpunkt, aber die Menschen empfinden dann Furcht vor dem Neuen, vor dem nächsten Jahr. Aber wir haben eine große Gnade. Und deswegen möchte ich zwei Verse mit euch teilen aus dem 2. Timotheusbrief, 1. Kapitel, die Verse 6 und 7. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengaben Gottes wieder anzufachen, die durch Auferlegung meiner Hände in dir ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Das ist das, was uns hält, Geschwister. Wir haben die Kraft vom Herrn, wenn wir auf ihn vertrauen. Wir brauchen keine Angst haben. Die Menschen sagen, wer weiß, was dieses Jahr war, was nächstes Jahr wird. Sie haben viel Furcht, weil sie keine Stütze haben. Wir haben eine Stütze im Herrn und wir brauchen keine Furcht haben. Und der Herr hat uns auch gesagt, was wir dazu brauchen, die Liebe und die Zucht. Die Zucht klingt vielleicht, wenn man das Wort im Deutschen nicht genau kennt, etwas hart, aber es heißt nicht, dass der Herr uns züchtigen und dass wir uns gegenseitig prügeln sollen, sondern es heißt, wenn man das Wort genau analysiert, dass wir Disziplin haben sollen, Selbstbeherrschung, dass wir einen gesunden Verstand haben sollen. Und das brauchen wir. Denn die Welt will uns verführen, weil wir merkwürdig sind. Wir haben keine Angst vor dem 2017. Was soll anderes passieren? Wenn die Welt untergeht, dann wissen wir, dass der Herr vorher kommt, um uns mitzunehmen. Und dafür haben wir dann die nächste Aufgabe, nämlich bereit zu sein, wie es der Herr vorhin gesagt hat. Deswegen nehmen wir vielleicht dieses Jahr als Anlass, mehr noch die Nähe zum Herrn zu suchen, so wie der Apostel Paulus es hier dem Timotheus anrät, dass wir ihn im Gebet suchen, in der Gemeinschaft, im Wort, weil dann können wir Kraft schöpfen und dann, wann immer wir betrübt sind, wie der Bruder es gesagt hat vorhin, dann
schickt der Herr uns ein Licht, dass wir Freude haben. Und diese Freude soll leuchten und diese Freude soll uns immer wieder zusammenführen, dass wir hier voll Freude den Herrn preisen und das Wort aufnehmen in reinem Herzen, das der Herr uns immer wieder gibt, weil er weiß, was jeder von uns braucht aus seinem Wort und aus dem Geist. Deswegen soll der Herr den Rest der Stunde segnen, jedes Wort, das wir hören, auf das wir reichlich heute geistlich essen und danach ein wenig für den Leib. Amen. Preis den Herrn, liebe Geschwister. Ich freue mich und habe gebetet gleich damals, wie wir in Indien waren, da oben in Westbengalien. Und der Bruder hat etwas gesprochen von der Hauptstadt, von Delhi. Da war der Glaube und der Geist wirksam in mir, dass ich gleich gebetet habe, Herr, öffne die Tür. Und der Herr hat die Tür geöffnet, weil die Hauptstadt ist immer wichtig. Jerusalem, Rom, Delhi in Indien, die Hauptstädte sind wichtig. Da sind wichtige Personen. Und da ist gut, wir beten für die Personen dort, damit da eine Tür aufgeht, weil die haben großen Einfluss auf ganz Indien und drüber hinaus. Lob und Dank, der Herr tut es. Ein Gedanke, und zwar, es steht in Johannes 1,47 ein bekanntes Wort, da sagte Jesus, als er Nathanael kommen sieht, sagte er, wahrlich, ein rechter Israelit, in welchem kein Falsch wohnt. Wieso sagt er wahrlich? Warum sagt er wahrlich? War da ein Unterschied, dass es viele gab, die unecht waren? In Israel! Unrecht. Leider, Bruder, Schwester, leider passiert es, dass Menschen unecht sind. Ein echter Israelit, sagt Jesus. Und darauf kommt es auch drauf an bei uns. Sind wir echt oder sind wir unecht? Das Wort, ich schlage kurz einen Vers auf, und zwar steht da geschrieben im 2. Mose, gleich am Anfang sagt der Gott zu Israel, du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deine Nächsten. Das sollen wir nicht, falsches Zeugnis reden. Das wäre unecht. Aber es hängt uns leicht an, falsches Zeugnis reden. Wir hören irgendetwas, sprechen es nach, ohne es zu prüfen, falsches Zeugnis reden. Nein! Nein, das ist wie die Anfänge, wenn man ein Kind erzieht. Nein, fass da nicht an die Steckdose. Nein, tu nicht die Hand auf die heiße Herdplatte. Nein, 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 das ist Grunderziehung, Geschwister. Wie weit sind wir im Glauben? Wie weit bin ich und du? Ein anderes Wort steht geschrieben im Psalm. Ganz kurz, Psalm, Vers, Kapitel 17, Vers 1. Höre, o Herr, die gerechte Sache. Vernimm meine Klage, achte auf mein Gebet, das nicht von falschen Lippen kommt. Selbst ein Gebet kann von falschen Lippen kommen. Und bei David, er bittet Gott, dass von seinen Lippen kein falsches Gebet kommt. Der Mensch kann sogar beim Beten, wenn er vor Gott steht, heucheln. Es ist möglich. Sonst würde das hier nicht stehen. Geschwister, lasst uns erkennen, keine Anklage, kein Falschzeugnis. In 23 steht im 2. Mose, falsche Anklage nicht glauben. Prüfe,
prüfe jede Anklage. Es steht ja auch geschrieben, wenn du eine Anklage hast wider einen Ältesten, komm nicht alleine, nimm 2 oder 3 mit. Warum? Also dann wird schnell der Mund gestopft. Dann denkt man, du stehst alleine da. Du kommst alleine da gegen einen Ältesten an. Nichts da, Geschwister. Wir sollen alles prüfen. Wir sollen dankbar sein für unsere Ältesten, für sie beten, dass Gott auch da in Delhi eine Tür auftut und das Evangelium rumkommt um die Erde, so wie wir glauben, wie du und ich glauben. So geschieht es. Nach unserem Glauben geschieht es. Amen.